So, hallo. Heute Abend testen wir vier Multi-Effekt-Geräte. Einmal Boat HD 500, dann Boss GT8, dann Digitech, das war der GNX1 kompakt, aber auch sehr gut. Dann habe ich auch eine hier, SOM G2. Alle sind gut. Sind auch in sehr gutem Zustand, funktioniert an auch 1A. Ich versuche dieses Video kurz zu halten, wegen den YouTube. Die werden dann weiterverkauft. Ich mache mal jetzt einen kurzen Test. Da sind auch bei allem orientalische Klänge drauf, so für Elektro-Saz-Bağlama. Das hat mich auch natürlich pro Gerät einiges gekostet. Ne, da war auch nicht billig. Also ich musste pro Gerät das Set kaufen, was alles da drauf ist. Sonst hat man, habe ich keinen Spaß dran gehabt, weil ich kenne mich mit dem Dinger nicht so gut aus. Aber wie gesagt, mit diesem Soundpack, alle vier sind sehr, sehr brauchbar. Man kann das natürlich, wenn man kann, anders programmieren. Aber wie ich schon gesagt habe, für dieses Set habe ich auch einiges bezahlt. Okay. Ich gehe mal, versuche mal zu testen. Ich versuche diesen Video kurz zu halten. Wie gesagt, mit meinem SAS. Dann gehe ich, vielleicht kann man von Kamera nicht sehen, aber hier, ich gehe mal jetzt auf Grundsound. Das ist der Grundsound. Ich mache mal den Lautstärker Das ist der Grundsound ohne Effekt. So, jetzt habe ich hier Fender Twin Reverb. Hier Stereo Echo. So, dann habe ich hier eine Super Oktave. Dann habe ich hier normale Oktave, etwas weniger. Dann habe ich hier Full Echo Leslie. Dann habe ich hier MXR Phaser 90. Schnell. Hier habe ich Neşet Ertaş. Also hier klingt er wunderbar. Ich weiß nicht, ob das auch so darüber kommt. Jetzt habe ich hier noch eine Neşet Teber. Spielen, weil ich den Saz nicht so richtig halten kann. Das ist der Wah-Wah hier. Kann man auch natürlich einstellen. Das kann man auch als Volumenpedale benutzen. Auch hier, das muss man nur eben halt so programmieren. Das ist Fantasie. So.
Also übertriebene Töne. So. Ich mache mal das leise auf dem Mixer. Und wie gesagt, der hat hier zahlreiche Anschlüsse, sag ich mal, hier zweiten Pedal, MP3, Input, Stereo und dann diese hier. Das ist aber alles, also im Netz kann man alles sehen. Hier USB-Anschluss, man kann das neueste Software da drauf packen. Alles Mögliche, und hier ist auch Variax, ist Deckel drauf. Also ist sehr ziemlich sauber, ne? Sag ich mal so. Ich ziehe die Sachen mal raus. Also sieht ziemlich gut aus. Ich würde sagen, für seine Alte fast neuwertig. Dann kommen wir hier zu diesem Boss GT. Der ist ziemlich sauber. Ist auch spezielle Folie drauf, überall, damit er keine Kratzer abbekommt. Daher ist es wie neu geblieben. So, der hat auch zahlreiche Anschlüsse, Lautstärkeregler hat er auch noch. Also hier die MIDI, das haben die anderen auch. So, ich gehe mal ganz kurz, ja, genau hier. Das werde ich auch mal so kurz halten. So, ich mache mal den Lautstärker an. So, das ist ein bisschen zu viel. Das ist jetzt der trockene Sound. So, das ist der Reverb. Der klingt auch wunderbar. Ja, also das heißt, ich mache mal hier ein bisschen leise. So, jetzt, das kann ich auch hier machen. Das ist Analog, Echo und Oktav. Ich kann wirklich das nicht so richtig halten, weil ich hier auch etwas machen muss. Dann komme ich hier. Dann habe ich hier diese B-Phaser mit Echo. Das gefällt mir am meisten. Klingt super. Bank 2, da habe ich Echo, Bass, Oktav. So, dann habe ich hier Echo, Wah-Wah. Das automatische Wawa. Das ist langer Reverb. Dann hier Neşet Ertaş Teber Bağlama. Thank you.
gesagt, hier klingt er wunderbar, aber mit Händen weiß ich nicht. Das ist jetzt Fantasie-Sound. Dann habe ich hier Fantasie 2. Das sind übertriebene Töne natürlich, ne? Dann habe ich hier Neşet Ertaş Özel. Das hier habe ich Fender Twin 1A. Das ist eine Simulation von diesem Federhall. Also, das klingt wunderbar. Wunderbar. Dann habe ich hier Orange Combo. Das ist auch eine bekannte Kofferverstärker. Das ist Full Distortion. So, dann Reverb Chorus. Clean Rotar, das ist auch sehr schönes Klang. Das heißt, wenn man hier Stereo-Ausgänge benutzt, schwingt der Sound eine Lautsprecher zu anderen. Das klingt wunderbar, natürlich Stereo. Super Fender Twin. Da ist auch gleichzeitig hier Wawa. Man kann das natürlich auch Volumenpedal einstellen, wie man will. So, dann habe ich hier, mach mal das leise hier, dann gehe ich ganz schnell auf diesen, warten, machen wir erstmal den. Einen Moment. GNX, auch ein interessantes Gerät. Klingt auch wunderbar. Ist analog, fast wie analog, sage ich mal so. Wo habe ich die Ausgänge? Output. Ja, hier. So kommt die Gitarre rein. So. Der hat natürlich auch einige Ausgänge. Der hat auch hier Lautstärkeregler. Ein- und Ausschalter ist auch sehr gut. MIDI ist wunderbar. Der hat auch Drumcomputer hier. Man kann das auch natürlich als Drumcomputer benutzen. Der hat auch Drumcomputer, Looper und so weiter. Und der hat auch so einen Looper. Aber Drumcomputer haben die hier. Soweit ich weiß. So. Das geht natürlich bei dem auch ganz simpel. Jedes Mal, wenn man hier drückt, 3-3 geht er weiter. Bis wie viel? Genau, fange ich mal an. Ich glaube, er hat 60 Speicherplätze. Oder? Einen Moment. Ich glaube, ja, 50 oder 60. Ja. Das wurde auch mal programmiert. Das ist, glaube ich, auch Phaser.
Also er kann locker mit diesen beiden hier mithalten. Es ist ziemlich gut. Das auch mit Chorus gemischt. So, jetzt gehen wir mal Reihe 4. Das ist Ismet Topçu Sound. Das ist auch so ein einige gute Modulationeffekte. Das haben die nicht. Das, er hat so seine eigene. Schade, dass der Digitech nicht weitermacht. Das ist mit Echo. Das ist hier Kemenche. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier. Jetzt ist der auf Volumenpedal eingestellt. Man kann das natürlich auch wah-wah machen. Da ist wieder Hörtelle. So ein akustisches Sound ist das. So. Das ist auch Blues, glaube ich. Also so geht das weiter. Man kann das natürlich auch anders einstellen, programmieren. Das hängt. So, ich gehe mal jetzt zuletzt mal das hier. So, der Kleine, der kann auch einiges. So, ich mache mal Lautstärke wieder hoch. Auch so eine Oktave. Also ist auch wirklich wunderbar. Wie gesagt, für diese Klänge habe ich eine ganze Menge Geld bezahlt. Also hier für jedes Gerät so ein Soundpack habe ich gekauft und natürlich. Die haben das programmiert. Ich habe das Gerät weggeschickt. Das Gerät habe ich weggeschickt. Das habe ich alles. Ja, genau, alles habe ich weggeschickt. Ja. Und dann kam das natürlich wieder zurück. Ich musste natürlich auch Versandkosten übernehmen. Noch dazu. Das ist Fender. Fender, genau. Sehr schön. Mit viel Echo, dann habe ich hier. Wie gesagt, die haben einen Drumcomputer, der hat auch. Man kann das natürlich, ich mache das jetzt hier nicht, weil das ist mir zu laut dann. Britisch. Das ist auch Neşet Ertaş-Ton. Auch so Kemençe.
Okay, ich muss jetzt Video kurz halten. Was ich noch zeigen wollte, ganz schnell, wenn ich guck mal, wie viele Minuten ich jetzt übernommen habe. Ah, es ist ungefähr über 20 Minuten. Okay, das ist ja lang. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt.